So, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. 100% werden wir sind bei den Challenge Maps. Zerstöre ist die dritte Kampagne für Batman. Wir sind nämlich bei den Kampagnen und nicht nur bei den normalen Challenge Maps. Ich muss dich jetzt zerstören, Pusche, da mach ich dich voll kaputt. Okay, was haben wir denn hier? Gefahrenzone. Im Kampfmodus werden während der Herausforderung Waffenlager aktiviert. Können wir machen. Regenerierende Gesundheit machen wir mal. Und was? Im Free-for-Kampf werden Gegner. Och nö, das hebe ich mir. Das nutze ich gerne eigentlich aus für Stealth. Die verteilten Waffen. Weil werden nämlich auf dem Boden Annäherungsminen platziert. Und die kann man dann auch schön gegen die Gegner verwenden. Du wirst dir wünschen, zu Hause geblieben Wenn zu man als sein. Batman unterwegs ist. Let the Rumble die Bumble beginnen. Ich bin voll bekloppt, aber das wisst ihr schon. Wenn du meinst. Echt? Und ich war mal Fledermaus. Ach nee, ich bin's immer noch. Wo ist noch einer da? Gut, Snitchle. Runde 1 dann. Ich bin so hip für dich. Wir haben schon fast 10.000 rausgeholt hier. Das ist ja ein Schnitzel. Ein cooles Sondergleichen. Mit Waffen spielt man nicht. Deine Waffe machen wir jetzt mal kaputt, das langt. Hey, wieso hat denn der die Kombo unterbrochen? Ich hab doch sofort den Batarang-Schwamm aktiviert. Den Bat-Schwamm. Mann, ich kann doch nicht mal reden. Na egal. Alles Gute kommt von oben! Keine Ahnung, warum der meine Kombo unterbrochen hat. Jetzt hätten wir schon locker die 30.000 drinnen, ne? Menschlich wär's. Hey! Die Sau hat mich erwischt. Boah, als erstes mache ich den Schild kaputt. Ich hasse Schilde. Ach so, das ist ein gepanzerter Schiff. Na toll. Na toll. Das habe ich gar nicht gewählt. Wieso? Wieso? So, jetzt langt's mal. Ich würde gerne erstmal den gepanzerten Heini hier platt machen. Das hatte der andere eben auch schon gesagt und es ist gar nicht eingetroffen. Keine Waffen! Lass die Flossen weg! Oh, was? Das war eben aber voll die Verzögerung. Egal, wir kommen trotzdem auf die 60.000. Auch wenn es mir nicht gefallen hat, wie der Kampf sich eben entwickelt hatte. Ich müsste, glaube ich, schon ein Vollstrecker auch dabei sein oder sowas, oder? Ein Venom-Typi. Ja, ein Vollstrecker ist da. Hallo! Le Bleu! Oder auch nicht. Ich bin voll erwischt worden von dem. Ein Obstweiß. Gegen den Fledermausmann. Hast du noch nie von gehört? Bist du von gestern? Den gibt's. Jetzt seit über 75 Jahren, Pusche. Ist kein Tag gealtert. Hey! Ich dachte, ich hätte noch gekontert. Rechtzeitig. Was wollt ihr sonst tun?
rumstehen und lachen oder so. Macht der Joker immerhin auch. Öfter mal. Dein Arm ist verdreht, guck. Geh mal zum Chiropraktiker, der kann dir vielleicht wieder einrenken. Warum sieht es aus, als ob Batman in diesem Kostüm sich permanent auf die Unterlippe beißt? Typischer Adam West Flair. Heiliger Bimba Batman. Noch laufe ich hier so großspurig durch die Kampagnen durch, aber ich sag's euch, die zweite Hälfte mit den extremen Versionen, das sag ich nur mal mies. So, die verteilten Waffen will ich natürlich jetzt haben. Ach, diesen Bonus mit der Extra-Medaille brauche ich jetzt noch nicht. Zeit aufzubauen. Das gibt später noch die Möglichkeit, dass ich das mal brauche. Schildknacker schleiße ich von hinten an zwei Gegner heranführern. Doppelausschalten durch, macht einen Abflug, greift, wenn du an einem Vorsprung hängst, einen Gegner und zieh ihn herunter. Und Ausgurtführer ein Seilrutschen ausschalten aus. So. Wir fangen mit dem Doppelausschalten an. Da die zwei gleich nebeneinander stehen. Das ist ein beeindruckender Gegner. Ich muss ihm gegenübertreten. Dich ziehe ich vom Vorsprung. Na? Ob das mit der Seilrutsche von hier schon geht. Ich fand's lustig. Jetzt geht mich suchen, Trottel. Ist hier nicht irgendwo eine Mine? Wie hat das beide umgehauen? Ah, wie geil war das denn? Alter, in anderthalb Minuten! Oh. Scheiße, bin ich da durchgerusht. Blink and you missed it. Scheiße, Alter. Und den einen hätte ich noch nicht mal so verspottet wissen, indem ich da die ganze Zeit die Batterings in den Kopf geknallt habe. Es wird Gerechtigkeit geben. So, wir sind auf jeden Fall wieder bei dem Kampf und ich brauche im Prinzip nur zwei Medaillen erwerben. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt den Bonus bekommen habe, dass ich eine Medaille extra kriegen würde. Sparsam. Hey, warum? Schon wieder springt der nur bekloppt rum, obwohl ich den Battering Schwamm gewählt habe. Ich sag immer Battering Schwamm, ich meine immer Bat-Schwamm. Ne, das ist ein Film von Seth Rogen und James Franco. War eigentlich schon sehr lustig, auch wenn er ab und zu richtig trashig wurde. Nacht. So, die erste Medaille haben wir. Eigentlich schon. Durch die Bonusmedaille. Gute Nacht. Okay. Wo? Ich habe davon noch nichts gesehen. Und weg mit der Waffe. Hey! Wie hat der mich denn erwischt? Ich wollte was Kunstvolles machen. Du hast meine ästhetischen Ansichten gestört. Wirf ihn zu Baden, den Unwürdigen.
da kommt ein Venom Honey. Komm mal her, das ist nichts für dich. Das hatte ich gar nicht beabsichtigt, aber auch egal. Ja gut, Sir. Und Nacht. Ich hab genau gesehen, dass der eine mich noch angreifen wollte. Aber ich war schneller, denn ich bin ein Ninja-Batman. Heya! Wir haben ja jetzt schon eigentlich. Boah! Ach, Mist! Jetzt hat er mich. Falsch, er weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Nix für dich. Liegen lassen. Hey, ich wollte eigentlich, dass du gegen den mit der Rüstung gehst. Hey! Mit wem er es zu tun hat, wolltest du das sagen? Ich schon einfach alle abgeräumt habe. So, machen wir nochmal so einen Ausschalt. Achso, da hat doch einer lag. Und tschüss. Voll in die Fresse, ey. Voll in die Fresse. Da gibt so bleibende Schmette, Schläge, Schmerzen in den Zahn. Voll in die Fresse.